Servus Leute, hier ist der Bartmann und heute gebe ich euch ein paar hilfreiche Tipps für euren ersten Friseurbesuch. Was müsst ihr beachten, um einen Friseur zu finden, der für eine Vollbartrasur geeignet ist? Zuerst einmal müsst ihr euch erstmal einen Friseur suchen. Wie schon in meinen anderen Videos erwähnt, es muss ein Friseur der alten Schule sein und er muss die Handgriffe mit diesem Ding hier können. Mit diesem Rasiermesser. Heutzutage lernen das die Friseurschüler gar nicht mehr. Deswegen müsst ihr euch einen suchen. Ich kann euch nicht in jeder Stadt helfen, aber falls ihr hier aus der Nähe kommt, kann ich euch ein paar empfehlen, die die Handgriffe mit diesem Ding hier können. Wenn ihr diesen Friseur gefunden habt, müsst ihr natürlich sagen, was ihr wollt. Und wenn euer Bart noch nicht so lang ist jetzt, erstmal ein paar Tage und ihr erstmal schon die Konturen haben wollt, dann müsst ihr eben sagen, dass ihr auf jeden Fall nur die Konturen im Wangenbereich nachrasieren soll mit dem Ding. Am Schnurrbart erstmal gar nichts. Vielleicht maximal hier oben, wenn es ungleichmäßig wächst. Weil bei mir ist es zum Beispiel so, dass hier einfach mal eine Lücke ist und das will ja keiner. Deswegen hier gerade runter rasieren und ja, dann passt es. Ja, auf jeden Fall müsst ihr auch dem Friseur sagen, dass er hier unten eine Linie entlang ziehen soll, die aber nicht zu weit Richtung Kinn geht, sondern direkt hier am Adamsapfel endet. Lasst euch auf jeden Fall nicht irgendwas trimmen, nur weil der Friseur sagt, ah, das sieht nicht so gut aus. Sagt ihm, wie ihr es genau haben wollt und dass ihr euch einen Vollbart wachsen lassen wollt. Und lasst euch auf jeden Fall nicht, den Fehler habe ich immer gemacht, mir hier die Seiten vom Schnurrbart abschneiden zu lassen, weil er gesagt hat, das sieht besser aus, weil vielleicht habt ihr Bock, irgendwann mal den Schnurrbart so zu zwirbeln. Wer weiß, bei mir wächst er gerade und irgendwann mal zwirbel ich ihn einfach so hoch und ja, hab meinen Spaß damit. Das war auf jeden Fall erstmal mein Tipp, zu eurem Friseur sagen. Ihr braucht euch nicht jedes Mal einen neuen Friseur aussuchen. Es muss nicht sein, weil falls es der eine kann, dann bleibt bei ihm und er lernt sogar mit euch. Ich bin zum Beispiel jetzt bei einem Friseur, bei dem bin ich schon ein Jahr. Er macht das einfach, ohne dass ich überhaupt irgendwas sagen muss. Da setze ich mich einfach hin, alle zwei Wochen und lasse mir die Konturen einfach nachrasieren. Ich muss gar nichts mehr sagen. Ich habe meine Ruhe und zahle einfach mit Haare und drum und dran 10 Euro. Das ist nichts. Deswegen Leute, geht lieber zum Friseur, bevor ihr euch eure Bartform einfach selbst kaputt macht und nicht mehr schön macht, weil ich habe damals auch das Problem, habe mir selber die Konturen rasieren wollen und dann gab es hier Zacken, ist die Seite schneller gewachsen als die, weil ich da ein bisschen zu viel abgeschnitten habe und da war es unsymmetrisch. Gebt euren Bart lieber anfangs in die Hände eines Profis. Vielleicht könnt ihr euch auch von ihm erklären lassen, wie es mit diesem Ding hier funktioniert. Und ja, dann habt ihr euren gewünschten Bart und könnt in die Gesellschaft raus. Ja Leute, das war mein Video jetzt erstmal zu dem Tipp für den ersten Friseur. Schreibt unten in die Kommentare rein, wie euer erster Friseurbesuch war, ob alles geklappt hat. Und ja, ich würde es gerne wissen. Und ja, teilt einfach eure Meinung mit mir und schaltet wieder ein, wenn es heißt, der Bartmann ist da. Peace.